Hallo zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man manuell ein Plugin auf der VU Plus Solo 2 installieren kann, ohne einen USB-Stick zu benutzen. So, dazu brauchen wir natürlich als erstes das Plugin und ein FTP-Programm wie FileZilla zum Beispiel. Ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr irgendwas installiert, was nicht von einem Feed-Drucker runterkommt. Das kann sein, dass das Plugin nicht läuft oder im schlimmsten Fall eure Box danach nicht mehr läuft. Also geschieht immer auf eigene Gefahr das Ganze. So, dann starten wir einmal das FTP-Programm. Hier oben müsst ihr eure Server-IP eingeben, also die von der Box. Hier den Benutzernamen, Passwort und den Port, ist immer 21. So, das ist hier schon drin. Dann verbinden wir uns einmal mit der Box. Dann rufen wir den Ordner Temp auf der Box auf, nehmen das Plugin und laden das Ganze dann auf die Box hoch. So, jetzt geht das an der Box gleich weiter. So, jetzt geht es hier an der Box weiter. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr das Plugin jetzt installieren könnt. Einmal ist das, indem ihr euch bei den Erweiterungen ein Plugin herunterladet, also bei Plugins jetzt, und das Ganze nennt sich Dream Explorer. Das Ganze ist ein Dateimanager. Ursprünglich von der Toolbox, wie viele Sachen hier. So, ich habe das hier schon installiert. Den startet ihr einfach. Geht dann in die Speichergeräteliste. Dann ist das jetzt in interne Flash drin. Und zwar im Temp-Ordner haben wir das gemacht. Und der, das kommt im, die Plugins, die ihr so installiert, die kommen immer in den Temp-Ordner rein. So, dann haben wir hier unten das Plugin. Dann einmal auf OK drücken, dann install this package. Dann wird das Ganze gestartet. So, jetzt ist das Ganze installiert. Jetzt müssen wir das eigentlich neu starten, das lassen wir noch einmal. Wir kommen jetzt nochmal zur zweiten Möglichkeit. Das machen wir über das, wenn ihr das HTE-Image benutzt, einfach manuelle Installation von Paketen. Und dann installiere EPK-Pakete aus dem Temp-Verzeichnis. Das dann mit OK wieder bestätigen. So, jetzt ist das Ganze installiert. Jetzt müssen wir den Receiver noch einmal neu starten. So, jetzt können wir einmal gucken, ob das geklappt hat mit der Installation des Plugins. Was wir installiert haben, war die erweiterte Filmauswahl. Die erreichen wir jetzt mit der Filmtaste. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, dass das nehmen wir die ursprüngliche oder der ursprüngliche Movie Player ist, sondern eben halt das Plugin, was wir eben hier installiert haben. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial.